Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Match hier in meiner WWE Payback Preview Simulation. Wir haben unser Intercontinental Championship Match, das dritte Titelmatch in Reihenfolge meiner Simulation, hier von Bad News Barrett gegen RVD. Und I'm afraid of some bad news. Denn ich glaube hier, dass Wade Barrett natürlich den Titel verteidigt. Er ist auch noch nicht lange Champion, hat den Titel ja bei Extreme Rules gewonnen gegen niemand geringeren als Big E. So war es, glaube ich. Ich bin schon so lange her, da habe ich schon die Hälfte vergessen. Ja, und wir haben hier RVD als neuen Number One Contender, mehr oder weniger, für dieses Match. Wir sind nicht in der Over the Limit Arena, also falls ihr euch wundert, die Payback Arena gibt es in dem Spiel nicht. Deshalb konnte ich die hier nicht auswählen und runterladen, weil ich auch nicht extra irgendwas. Trotzdem, wenn wir schon mal beim Runterladen sind, der RVD, ja, was gibt's Besseres als 10 RVD? Das ist doch schon eine richtig gute Arbeit, die da derjenige, wer auch immer das sein sollte, sich da auferlegt hat. Sehr gut. Und ja, Bad News Barrett, also Wade Barrett in neuem Gimmick. Sowieso seit Entstehung richtig gut gemacht. Weiß nicht, was es daran zu meckern gibt. Es ist immer wieder unterhaltsam, ihm zuzuhören, wie er irgendwelche schlechten Nachrichten verbreitet. Und als Intercontinental Champion sowieso wieder richtig gut dabei. Und ich habe ja schon bei dem letzten Match Cesaro gegen Sheamus gesagt, dass das zum Beispiel auch wieder so ein Match ist, wo ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Das sind hier einfach Matchpaarungen, die einfach stimmen, die einfach in der Lage sind, gute Matches zu ziehen, denn auch Wade Barrett ist ein richtig guter Wrestler, im RVD ja sowieso. Und deshalb glaube ich, auch das Match hier wird richtig, richtig gut, denn wir haben im Moment ja das Problem, Daniel Bryan ist verletzt, wir haben kein Haupttitelmatch. Das heißt, die Matches, die auf der Card sind, müssen alles rausholen für die Fans, müssen einfach so geil sein, dass die Fans sagen, ja, scheiß drauf, das WWE-Titelmatch hat jetzt nicht unbedingt gefehlt, ist jetzt nicht eine Sache, die ich jetzt hier unbedingt, der ich jetzt nachholen muss. Das ist alles noch im Bereich des Guten, und wenn man halt gute Matches macht, dann ist scheißegal, welche Titel auf dem Spiel stehen. Und ja, gerade hier hat man halt auch die Möglichkeit, dass man den Midcard-Titeln, also dem Intercontinental und dem United States Championship, einfach dann auch mehr Beachtung schenken kann, weil man ja nicht nur die Zeit dafür hat, sondern halt auch, ja, den Blick darauf halt nicht verliert und nicht alles auf dieses Hauptmatch um den WWE World Heavyweight Championship drückt. Deshalb, so, RVD hier, dass er gewinnt, bezweifle ich jetzt einfach mal, da er auch in den letzten Shows oder in den letzten, ja, seine letzten Matches eigentlich häufiger verloren hat. Finde ich es dann doch eher unrealistisch, wenn man ihm hier den Titel gibt. Außerdem habe ich auch schon im letzten Match gesagt, dass ich es ja immer schwierig finde, wenn man einen Titel halt einem Superstar so schnell wieder abnimmt. Und gerade einem Superstar wie Bad News Barrett, der einfach auch von den Fans übelst gefeiert wird. Und wenn der halt hier noch seinen Titel verliert, weiß ich nicht, ob das dann immer so zur Motivation beiträgt. Gerade für die Fans in der Halle. Wenn man das hier macht, klar, alle sind, also RVD ist jetzt auch keiner, wo du sagst, ey, den möchte ich nicht als Champion haben. Aber, weiß ich nicht, man könnte zum Beispiel, RVD ist zum Beispiel wieder so ein Typ, wo ich sage, warum denn dem nicht wieder ein Money in the Bank Koffer in Hand drücken? Denn wir haben ja bald Money in the Bank, das heißt, ja, der Blick geht schon wieder in Richtung, das sind alles Möglichkeiten, die man da ruhig geben kann. Also RVD so ein Koffer, obwohl, wir haben ja bloß noch einen Koffer, es gibt ja bloß noch einen Titel. Das ist ja auch scheiße. Vielleicht gibt es ja trotzdem zwei Koffer, dann kriegt man halt wieder so ein Titelmatch im folgenden Jahr. Check, das würde ich cool finden, aber weiß ich nicht. Ich glaube, die werden das Money in the Bank Match übelst groß ziehen. Und vielleicht auch dann wieder so 10 Leute oder so, dass man vielleicht auch da sogar noch das WWE-Titelmatch so ein bisschen rausdrücken kann. Also wir haben halt jetzt, das ist halt alles Sideshow, was wir im Moment machen. Mit Daniel Bryan, die Storyline mit Stephanie McMahon, das ist halt, ist ja, ich habe die nächste Woche nochmal Zeit und hier kannst du nochmal überlegen, bis nächste Woche, und bis nächste Woche, bis nächste Woche, bis nächste Woche.
bis er dann wieder fit ist. Und dann kann er ja wieder. Also es ist, eigentlich hätten sie ihn den Titel sofort abnehmen lassen müssen. Da sie es jetzt nicht gemacht haben, ja, glaube ich, wird es auch nicht passieren, weil das wäre dann jetzt auch so viel Zeit schon. 1, 2, 3 nach dem Bullhammer war es das. Und genauso wird es meiner Meinung nach auch passieren. Wade Barrett gewinnt das Ding, verteidigt seinen Titel. Was glaubt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Match. Haut rein. Ciao.